Heute erzähle ich mal was zur sogenannten Außenwelt. Das ist nämlich eine Möglichkeit, sich zu orientieren. Vielleicht ist einem nicht klar, was überhaupt die Beziehungsmuster sind, die man am Laufen hat. Ich hatte ja schon was zum Enneagramm erzählt, was das so ein bisschen beschreibt. Und wenn man leidet, im Prinzip kann man sagen, es ist einem nicht wirklich klar, was da wirkt. Man ist mit dem Resultat nicht zufrieden. Das heißt, das Verhältnis vielleicht zu anderen Menschen, wie man sich das wünscht, tritt nicht ein. Oder die Menschen, die man sich wünscht, oder welche Menschen man sich wünscht in seiner Umgebung, tauchen vielleicht nicht auf, sondern andere. Und das heißt, da wirkt, oder es kann sein, dass da irgendwas wirkt, was man noch nicht wirklich unter Kontrolle hat und was man nicht kennt oder was man nicht weiß, nicht vollständig erfasst hat. Und eine wirklich gute Möglichkeit ist, sich anzuschauen, wie die Menschen auf mich reagieren. Welche Menschen in meinem Umfeld erscheinen und was die mit mir machen, wie die mit mir in Interaktion sind. Und das ist wirklich ein exakter Spiegel, das, was da passiert, was dort zu sehen und zu erfahren ist. Das ist ein exakter Spiegel dafür, was ich mit den Menschen mache, wie ich mich den Menschen gegenüber verhalte und was ich darüber denke, also wie denke ich über Menschen, was ist die eigentliche tiefe Annahme oder die tiefe Haltung gegenüber anderen Menschen, letztlich mein Verhältnis zur Welt. Und das kriege ich im Außen tatsächlich perfekt gespiegelt. Und es kann zum Beispiel sein, dass da eine Diskrepanz ist zwischen dem, was ich glaube, wie ich mit anderen Menschen umgehe, und dem, was ich tatsächlich mache. Und wenn man leidet, kann man davon ausgehen, da ist dann eine Diskrepanz. Das heißt, ich glaube, etwas zu tun, oder ich habe ein Selbstbild, was ich mache im Beziehungskontext, wie ich mit anderen Menschen umgehe, was ich für eine Haltung habe, aber in Wirklichkeit wirken einfach tiefere Kräfte, tiefere Schichten im Bewusstsein, und das führt dazu, dass ich objektiv vielleicht etwas anderes mache. Und das sozusagen, um zu sehen, was da eigentlich wirklich passiert, also was ich wirklich mache, meine wirkliche Einstellung gegenüber den Menschen, die kann ich ganz einfach ablesen. Das heißt, ich brauche gar nicht groß und lange suchen und forschen und grübeln, sondern ich schaue mir an, wie die Menschen mit mir umgehen. Was machen die? Wer erscheint? Was sind das für Menschen? Wie gehen die mit mir um? Und dann habe ich einen perfekten, exakten Spiegel. Und das brauche ich nur zu studieren. Also was sehe ich da? Und was ich da sehe, das ist das, was ich bin, was ich mache. Meine Erfahrung ist, dass das wirklich sehr, das ist präzise, das ist exakt deckungsgleich. Also kann ich mich selbst studieren, ganz einfach, indem ich wirklich nach außen auch schaue. Und mich dann frage, okay, möchte ich das wirklich? Möchte ich diese Haltung beibehalten? Gefällt mir das, wie andere Menschen mit mir umgehen? Und wenn mir das nicht gefällt, dann muss ich anfangen, mich anders zu verhalten und meine Einstellung überprüfen und hinterfragen. Und zwar die Einstellung von ganz tief innen. Also was ist diese ganz tiefe Haltung der Welt und den Menschen gegenüber? Und wenn du da ganz tief gehst, wirst du am Boden immer ein Nein finden. Ein Nein zu den Menschen oder zu bestimmten Aspekten. Das ist das, was das Leiden aufrecht erhält. Aber dieses Nein ist vielleicht nicht bewusst.
Das ist einfach tief vergraben, aber es ist dort zu finden. Es gibt also am Boden des Leidens gibt es ein Nein zu den Menschen und darüber kristallisieren sich dann alle möglichen Konstellationen aus, die wir nicht möchten, die uns nicht gut tun und so weiter. Und an der Stelle ist es egal, wie das entstanden ist oder was in der Vergangenheit passiert ist, heute kannst du es ändern. Was wäre, wenn sich an dieser tiefen Stelle was entspannen könnte? Das heißt, wenn du das, was du in anderen Menschen siehst, einfach so sein lässt und nicht mehr von dir weißt. Das bedeutet, dass egal wie jemand auf dich zukommt, egal welche Qualität das hat, dass du das nicht mehr innerlich abweist. Das heißt, dass du die Menschen so empfängst, wie sie auf dich zugehen. Kannst du ausprobieren, was dann passiert. Also, das ist eine Möglichkeit, direkt und ganz präzise zu sehen, was in dir wirkt und was das Leiden erzeugt. Kannst du studieren jeden Tag. Sind da zu viele Menschen, sind keine, zu wenig, wirst du abweisend behandelt, greift man dich an, wirst du liebevoll behandelt, versucht jemand dich dauernd zu erreichen oder von dir fernzuhalten und so weiter und so weiter und so weiter. Ganz präzise kann man das studieren. Und dann, wenn dir daran was nicht gefällt, dann geht es darum, das an sich zu ändern. Wenn du immer wieder angegriffen wirst, dann hör mit deinen Angriffen auf. Wenn niemand da ist, fang an, auf die Menschen zuzugehen. Weil wenn niemand da ist, heißt das, du hast die Menschen verlassen. Und so weiter. Und das spiegelt sich, also kann ich dir sagen, wenn du was Neues ausprobierst, es wird sich spiegeln, es kommt zurück. Ganz klar, kann man mit experimentieren. Ist ein perfekter Spiegel. Ja, denn es ist so, dass die Umgebung ist sich immer, also die Umgebung nimmt immer auch unsere tiefen, unbewussten Schichten wahr. Das heißt, wir sind nicht so wirklich, wir können das nicht für uns wirklich, wie soll ich sagen, behalten. Ja, also das, was in den Tiefen unseres Nervensystems wirkt, ist für andere immer spürbar und wahrnehmbar. Das wirkt also. Das heißt, wir können das nicht, wir können keine wirkliche Show machen. Also die Umgebung wird immer entsprechend dieser tiefen Schichten reagieren. Das können wir nicht verbergen. Deswegen schau dir an, wie die Welt, wie die Menschen auf dich reagieren, was da passiert, und dann änderst du das, und zwar das, was dir nicht gefällt. Es ist so, dass das hat alles eine große Kraft. Also es ist vielleicht von der Wahrnehmung, von der eigenen Wahrnehmung scheint es bedeutungslos zu sein, wie ich über andere Menschen denke, aber das hat in Wirklichkeit tiefe, tiefe Auswirkungen, weil so wie du über andere Menschen denkst, und das ist, wie gesagt, das sind diese Grundprägungen, diese Grundhaltungen, das ist das, was du für andere bist. So wie du über Menschen denkst, das ist das, was du für andere bist. So erleben die dich. So bist du in den Augen der anderen.
Also würde ich an der Stelle gucken, was deinem Geist aufsteigt und vielleicht das entsprechend ändern. Und das kannst du so kannst du ändern, indem dir klar wird, dass das, was du in anderen siehst, das bist du. Das ist nichts Getrenntes von dir. Das alles, was du da siehst in anderen Menschen, das sind deine Anteile, ob du die magst oder nicht. Du kannst nur dich selber sehen. Also du siehst den ganzen Tag nur dich selbst. Also vielleicht da an der Stelle ein bisschen Entspannung reinbringen und das einfach ein bisschen mehr so sein lassen. Und auch da haben wir wieder, eigentlich haben wir wieder wirklich alle Möglichkeiten. Ja, wir kriegen das dauernd präsentiert. Wir kriegen es den ganzen Tag gezeigt, was los ist. Und dann geht es nur darum, das zu ändern. Es hat nichts mit der Außenwelt zu tun. Das ist einfach nur ein Spiegel. So, und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Die Frage ist, was ist eigentlich die Außenwelt oder woran leben wir eigentlich? Wenn du morgens die Augen, was nimmst du wahr? Also wir sagen, man könnte sagen, wir sehen das ganze Universum, aber das stimmt so nicht, weil wir können nichts außerhalb direkt wahrnehmen. Was passiert ist, es treffen bestimmte Frequenzen auf die Netzhaut und bestimmte Frequenz oder ein bestimmtes Frequenzspektrum wird von der Netzhaut in elektrische Signale umgewandelt, zum Gehirn geschickt und erzeugt da so eine Art neuronales Feuerwerk. Das heißt, wir sehen niemals die Außenwelt, sondern worauf wir schauen, ist das Feuerwerk in unserem Gehirn. Weil die Augen sehen ja nicht, die leiten einfach nur Reize. Also die sozusagen, die wandeln bestimmte Teilchen in elektrische Signale um, die zum Gehirn geschickt werden. Also das, was wir wahrnehmen, ist gar nicht die Außenwelt. Und wenn du noch genauer hinguckst, dann wirst du sehen, dass du die ganze Zeit, wenn du die Augen aufmachst, auf eine zweidimensionale runde Scheibe guckst. Und diese Dreidimensionalität, die wird im Gehirn erschaffen, einfach dadurch, dass von sozusagen die Signale aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln kommen und im Gehirn zu einem Bild verschmolzen werden. Aber in Wirklichkeit ist das eine runde, bunte Scheibe, wo du den ganzen Tag drauf guckst. Das heißt, das ganze Universum existiert nur in deinem Geist. Also du lebst die ganze Zeit in einem, ja, in der Welt, die das Gehirn erschaffen hat. Und nicht mal dort existiert es, also nicht mal im Gehirn ist es zu sehen, aber das, was dort als neurologisches Feuerwerk erzeugt wird, und das, was wir dann interpretieren, das ist das, worin wir leben, dann sagen wir, das ist das Universum. Und das ist die Welt, aber wir leben nicht in der Außenwelt. Wir leben dauernd in dem, was unser Gehirn erschafft und erzeugt. Das ist also alles eine Illusion. Wie das da draußen wirklich aussieht, weiß kein Mensch. So, und davon sind wir jetzt natürlich abgelenkt. Das heißt, das, was wir wirklich sind, ist überlagert von Wahrnehmungen. Und da haben wir ein bisschen vergessen, was wir wirklich sind. Wenn man sich zur Meditation hinsetzt und die Augen schließt und tiefer in die Entspannung kommt und der Geist ruhig wird, dann treten die Sinneseindrücke in den Hintergrund. Und irgendwann
kommt der Punkt, wo das gesamte Universum und du selber verschwindest. Das heißt, es existiert nur, solange der Geist sich bewegt. Wenn der Geist komplett zur Ruhe ist, verschwindet das beides komplett. So, insofern ist das alles eine Art Traum. Und dann kann man das, muss man das vielleicht nicht so ernst nehmen. Und ich mag wirklich die Vorstellung, also ich mag diese, das ist ja keine Vorstellung, sondern das ist die Erfahrung. Wenn man sich das wirklich mal bewusst macht, alle Sinneseindrücke, die existieren außerhalb nicht, sondern das sind nur umgewandelte, das sind Signale, die das Gehirn erreichen, elektrische Impulse, die dort ein Feuerwerk verursachen. Das gilt für Tasteindrücke, für Geschmack, für Gehör, alles, was wir hören und vor allem für Sehen.